Einen wunderschönen guten Morgen an meine Community wünsche ich euch. Folgendes wollte ich jetzt euch mitteilen. Mein Rechner habe ich erstmal zur Reparatur gebracht. Der ist mir ständig abgestürzt. Ich habe versucht, wie gesagt, Silent Hunter 3 Videos hochzuladen. Dabei ist er mir ständig abgestürzt. Ich hatte dauernd so eine Probleme gehabt. Ich habe mich entschlossen, den Rechner in die Werkstatt zu geben. Das heißt, wann Videos kommen werden, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich werde die Zeit nutzen, um halt wieder Videos zu produzieren. Na, also seid darum besorgt, die Videos von Silent Hunter 3 werden kommen. Definitiv. Ne? Ich weiß, wie gesagt, bloß noch nicht, wann sie kommen werden. Da habe ich jetzt, wie gesagt, noch keinerlei Info für euch. Ich kriege jetzt Meldung, wenn der Rechner fertig ist. Vielleicht wird er morgen fertig, vielleicht wird er Freitag fertig. Ich weiß es nicht, vielleicht nächste Woche. Die Fehler müssen dann behoben werden. Und wie gesagt, seid da ein bisschen geduldig, die Videos kommen. Ne, das ist nur eine kleine Info von mir für euch, dass ihr da Bescheid wisst, dass ich weiter an der Sache dranbleibe. Und ja, wie gesagt, also dieses Projekt Silent Hunter 3 möchte ich ja auf jeden Fall beenden. Also ich habe das Spiel noch nie durchgespielt, wie gesagt. Und wir sind ja schon 1944 knapp am Ende. Also ich muss jetzt noch 10 Monate muss ich ja noch durchhalten. Dann haben wir es geschafft. Und dann mache ich auch erstmal ein bisschen Feierabend mit Silent Hunter 3, weil ich habe mir auch ein bisschen überspielt, sag ich mal. Aber, wie gesagt, das wird Anno kommen. 1602, 1503, 1701. Anno 1800. Muss ich sehen, muss ich gucken. Das ist ja doch sehr zeitintensiv, so wie ich das bei anderen YouTubern mal gesehen habe. Und was ich auf jeden Fall machen werde, ist Rollercoaster. Das wird auch kommen. Ja, also da könnt ihr auch schon mal euch freuen. Muss nur gucken, wie ich das alles zeitlich schaffe. Ne? Juti, denn, wie gesagt, habt noch einen Tag. Ne? Lasst euch nicht ärgern. Bis denn, René Horn und tschüss.